Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. Heute möchte ich dir zeigen, wie einfach man selber einen Deko-Grabstein für Halloween, für Fasching, Karneval, für eine Motto-Party, für eine Büttenrede, aber jetzt vor allem erstmal für eine Gruselparty selber basteln kann mit Beleuchtung, mit einem bunten Kreuz, hier rot-orange, aber dies alles wirklich easy gehalten. Auch die Malerei zeige ich dir, wie einfach das geht. Die Materialien. Und dann würde ich sagen, wenn du Spaß dran hast, dann basteln wir jetzt zusammen einen Deko-Grabstein. Und so sieht er in hell aus. Zur Deko für diese Grabsteine, die ich machen will, habe ich hier als erstes eine Presspappe. Das ist gibt es als Möbelrückwände. Manchmal ist es als Verpackung dabei bei Möbeln. Gibt es im Baumarkt, gibt es beim Schreiner, manchmal auch geschenkt. Die brauchen das eigentlich nicht mehr. Oder ihr könnt das auch aus Spanien. Sperrholzplatten machen. Und das ist erstmal so die Grundgröße, die man so bekommt. Und dann zeichne ich als erstes an, wie ich mir den Grabstein vorstelle. In der Mitte soll ein ausgeschnittenes Kreuz drauf und dann die Konturen so wie ein Stein. Das sind jetzt meine Vorzeichnungen für den Grabstein. Das Kreuz und die Form von einem Naturstein. Dann muss das Ganze jetzt da ausgesägt oder ausgeschnitten werden. Am besten geht es mit einer Stichsäge. Wer dann aber keine hat, kann es auch mit einem Cuttermesser machen. Das ist dann so ein großes, kein Bastelmesser. Ihr müsst ja schon richtig großes nehmen. Und es muss auf jeden Fall eine Platte unten drunter, irgendwas, was ihr habt, damit ihr euch nicht in eure guten Möbel oder irgendwas schneidet. Es geht auch draußen, aber ihr braucht trotzdem eine weichere Unterlegplatte. Also eine Spanplatte, hier habe ich eine kunststoffbeschichtete Platte, ist wirklich praktisch. Und dann müsst ihr, wenn ihr das Cuttermesser benutzt, auf den vorgezeichneten Stellen mehrfach einritzen, richtig feste einritzen, so drei, vier Mal, und dann kann man es rausbrechen. Bei dem Kreuz das genau das gleiche, drei, vier, fünf Mal feste einritzen und dann kann man es ausbrechen. Und das ist das nächste, was wir machen müssen. Wenn wir diese Unterlegplatte haben, kann man ganz gut abknicken über der Kante von der Unterlegplatte hin und her knicken. Und das kann ruhig ausgefranselt sein, nicht so ordentlich, weil es ja eine Steinform sein muss. So, das erste Teil ist ab. Und jetzt wird nach und nach das andere nochmal eingeritzt und abgeknickt. Dann kann man es auch mit einer großen Küchenschere nochmal ein bisschen vielleicht zuschneiden, aber ich finde es wirklich ganz gut, wenn es hier so ausgefranst ist. Das sieht ein bisschen natürlicher aus. Und so knicken und schneiden wir jetzt unsere Platte weiter zu. Und dann zeige ich euch die Grundierung und wie wir es richtig cool anmalen. Nochmal dazu, also die Presspappe lässt sich mit dem Cuttermesser schneiden, Sperrholz natürlich nicht. Da braucht man dann schon eine Säge. Ich habe auch eine Stichsäge, aber ich möchte es euch wirklich so einfach machen mit den einfachsten Möglichkeiten, die man eigentlich zu Hause hat, damit ihr das wirklich easy nacharbeiten könnt. Und es hat wirklich nicht jeder eine Stichsäge. Und mit so einer festen Schere kann man noch ein bisschen nachschneiden, wenn man es abgebrochen hat. Ihr seht, geht wirklich einfach. Und jetzt gehen wir ans Kreuz. Schneiden uns das ein. Mit dem Cuttermesser, bei Presspappe, bei Sperrholz braucht er auf jeden Fall eine Säge.
Es ist ganz wichtig, dass ihr ganz, ganz feste drückt beim Cutte, beim Vorritzen. Und wenn wir dann das Kreuz, das können wir ja nicht knicken, ausknicken, dann müssen wir es mit einem Gegenstand ein bisschen anklopfen. Aber wirklich jetzt erstmal ganz feste 5-6 Mal ritzen. Desto einfacher bekommt man es raus. Ich nehme auch die hintere Seite von der Presspappe, weil da so eine schöne Struktur ist. Und das sieht man dann auch prima noch beim Malen. So, wenn ihr es jetzt angeritzt habt, Messer nach innen, damit es nicht wehtut. Und dann kann man mit dem Messer so fest draufklopfen. Und mit der Zeit wird es locker. Und dann kann man es nach und nach herausbrechen. Die Form vom Grabstein haben wir jetzt ausgeschnitten, ausgestanzt, richtig rausgeschlagen, wie ihr seht. Und jetzt brauchen wir entweder Acrylfarbe, da gibt es ja diese großen Tuben, wenn ihr zu Hause habt, oder ganz normale Fassadenfarbe, auch die ihr für die Wohnung vielleicht hattet, vielleicht noch so ein Rest in einem Eimer oder in einer Flasche. Und wir müssen jetzt die Platte erst einmal mit Weiß grundieren. Das heißt, wir streichen die Platte gut in weißer Farbe ein und lassen es trocknen. Wir kommen zum Grundieren. Ich nehme normale Fassadenfarbe, die habe ich mir in so einen Pott abgefüllt. Dann hält die auch länger. Wird nochmal umgerührt. Auf jeden Fall Einweghandschuhe ist sinnvoll, weil ich wische das immer. Ich nehme einen einfachen Küchenschwamm, so einen Schaumstoffschwamm. Einfach einen Küchenschwamm, ein Stück oder einen ganzen, ruhigen, gebrauchten, und dann wische ich mir das Ganze so. Auch brauchen wir dann den Schwamm noch nach dem Grundieren für das Gestalten des Grabsteins. Nehmt auf jeden Fall eine gute Unterlage. Ich nehme da immer so gern ein altes Wachstuch, eine alte Wachstuch, Tischdecke, so eine Gartentischdecke, so eine abwaschbare. Die benutze ich immer wieder. Deswegen sind auch viele Farbflecken drauf. Und dann wischen wir den Grabstein nun weiß und lassen ihn gut trocknen. Richtig schön Farbe drauf. Und wenn er dann getrocknet ist, kommen wir dann zum Ausgestalten. Aber erstmal müssen wir das machen. Es ist jetzt komplett gewischt, der Grabstein. Wir können das richtig kreuz und quer machen. Dick Farbe drauf geben, dass vielleicht auch mal eine Erhöhung da ist, so wie so eine Struktur. Jetzt muss das trocknen. Ihr braucht den Schwamm nicht unbedingt auswaschen und die Farbe wieder verstauen. Wenn ihr einfach eine Gefriertüte nehmt und tut den Schwamm hinein und die Farbe, wenn es nicht ganz so schließt, der Deckel wieder luftdicht, auch in der Gefriertüte, dann mit dem Gummi verschlossen. Dann könnt ihr dann gleich wieder weiterarbeiten und braucht es nicht auswaschen. Wir kommen jetzt zur Farbgestaltung. Es ist getrocknet. Wir nehmen jetzt die Fassadenfarbe oder Acrylfarbe. Ich zeige euch, wie das ganz einfach geht, ohne dass ihr viel beachten müsst. Wir nehmen die einzelnen Farben. Weiß ist noch in dem Pott. Wir haben hier Schwarz. Gut schütteln. Das war jetzt gerade braun, aber die brauchen wir auch noch. Gut schütteln. So, dann machen wir am äußeren Rand einfach mal ein bisschen Farbe hin. Das verwischen wir dann. So, einfach rundherum mal ein bisschen Farbe. So, dann nehmen wir die Braun dazu. Geben auch noch mal ein bisschen an. Nicht nur rundherum, sondern hier und da noch mal ein paar Tropfen. Dann nehmen wir den Küchenschwamm, den machen wir ein bisschen nass, braucht nicht viel sein. Einfach den Küchenschwamm ein bisschen nass gemacht, dann machen wir die Grundfarbe weiß drauf und dann verwischen wir das. Einfach ein bisschen verwischen, so kreisende Bewegungen, und gestalten uns unseren Grabstein.
zwischendurch immer mal ein bisschen wieder weiß dazu, weil er nach innen laufend ein bisschen heller werden soll. Der Rand ist eher ein bisschen dunkel. Den gestalten wir als erstes jetzt und dann wischen wir weiß hinein. Und das geht wirklich prima mit einem Küchenschwamm, ganz wild. Das Braun. So, rundherum haben wir es. Die brauchen wir gar nicht so deckend machen, da kann ruhig nur ein bisschen Struktur rauskommen. Jetzt haben wir den dunklen Schwamm gehabt. So, von heute Mittag vom Grundieren haben wir noch den kleinen. Wie gesagt, da hatte ich euch gesagt, am besten in der Gefriertüte rein. Dann brauchen wir nicht auswaschen. Und jetzt nehmen wir wieder viel Weiß und wischen uns das hier rein. So, ruhig so kreisende Bewegung mal hin und her, gar nicht so ordentlich.
So, zum Schluss vorm Trocknen habe ich jetzt dann noch den Glitzer. Das spiegelt sich dann so schön auf dem Teil. Aber wie gesagt, könnt ihr machen, könnt ihr lassen und einfach so einstreuen. In die nasse Farbe, sonst hält es nicht. Hat extra so eine Streuoptik. Das geht wirklich ganz gut. Und dann streuen. Ich würde es nicht flächig machen, nur an den Rändern vielleicht. Und mittendrin immer. Nicht überall hin. Und dann reflektiert es schön ins Licht. Wenn ihr das jetzt im Außenbereich hinstellen wollt, mit der Presspappe geht es schwerlich. Die saugt sich voll, die geht kaputt mit Feuchtigkeit. Sperrholz geht, aber dann würde ich auf jeden Fall nochmal auf Vorder- und Rückseite einen guten Sprühlack aufbringen und würde es dann trocknen lassen. Hier kommt dann auch die Beleuchtung dran, das zeige ich euch noch. Und die Ausdekorierung, aber erstmal lassen wir es gut trocknen. Unser Grabstein ist jetzt getrocknet und als nächstes kleben wir auf der Rückseite das Transparentpapier auf. Ich habe da so ein ganzes Heft besorgt. Es gibt auch große Bögen, wesentlich größer als die. Die gehen aber auf. Man klebt dann einfach zwei Stück aneinander. Ich nehme erstmal Rot und Orange. Und die werden jetzt mit dem Heißkleber oder mit dem Flüssigkleber einfach aneinander geklebt. So. Und dann schimmert das ganz toll durch. Und durch die zwei Farben gibt es eine tolle Attraktion auf der anderen Seite, weil es mehr schimmert noch wie Feuer. Erst den einen Bogen, dann den anderen Bogen. Wie gesagt, entweder mit Heißkleber oder mit Flüssigkleber, das ist egal. Also man kann auch farbige Folie nehmen. Es gibt zum Einpacken für Bücher, gibt es auch farbige Folie. Die kann man auch nehmen, die ist auch ganz toll, wer das zu Hause hat. Man kann auch einen Organza-Stoff nehmen, dann könnt ihr aber keinen Heißkleber nehmen, dann müsst ihr auf jeden Fall mit Flüssigkleber nutze ich Klettband. Das ist zwar selbstklebend, was ich hier habe, aber ich klebe es nochmal zur Sicherheit wenigstens an der Platte mit Heißkleber oder Flüssigkleber an. Als nächstes machen wir eine Aufhängung für oder eine Aufbewahrung für das Batteriefach von der Lichterkette. Einfach eine Toilettenrolle. Die wird unten her zugeklebt. Am besten mit dem Heißkleber. Wenn ihr einen Flüssigkleber habt, klebt es zu, nehmt zwei Klammern oder Büroklammern und fixiert es ein bisschen unten, lasst es trocknen und dann geht das genauso. So. Und dann kleben wir sie mit der Rückseite einfach an. Richtig viel Kleber ankleben, angeben, damit es auch hält. Und dann kommt dann das kleine Batteriefach einfach hier hinein. Dann ist es sicher. Kann man ruhig ein bisschen andrücken. Man zieht es dann einfach wieder nach oben und steckt das Batteriefach gut hinein. Als nächstes kommen jetzt unsere Klettbänder. Die klebe ich aber zusätzlich dann nochmal an mit Heißkleber oder Flüssigkleber, obwohl es schon selbstklebende sind. Aber es soll auch wirklich halten. Einfach so ein Stückchen angeklebt und dann kommt das Kabel dazwischen und das andere Klettband, das weiche, also ich nehme das weiche immer oben, das fixiert dann noch. Und wie gesagt, zusätzlich einfach noch mal zur Sicherheit ein bisschen Kleber, obwohl es schon selbstklebend ist. Und das setze ich mir dahin, wo die Lichterkette dann sein soll. Richtig schön um das Kreuz herum. Und dann kann man die Lichterkette füllen, wie man möchte. Das hält dann prima und auch das Kabel wird ein bisschen geschützt.
ist das, was wir in Vorbereitung brauchen. Jetzt geht es noch darum, wie wollt ihr eure Grabstein befestigen. Hinstellen ist ja kein Problem, dann könnt ihr hier unten noch, also an der Unterseite, ganz unten noch eine Latte anbringen, an Schrauben verschrauben mit der Platte, dass man es hinstellen kann. Wenn man es aufhängen möchte, würde ich zwei kleine Löcher im oberen Bereich bohren und dann eine große Schlaufe mit Draht machen und es einhängen. Bei uns soll es an eine Tür gehängt werden. Wir nehmen dazu dann noch Türhaken. Die kann man oben in die Falz, also in den oberen Bereich der Tür, einfach nur einhängen. Und dann hängen wir den Grabstein einfach mit den Haken und mit der Drahtschlaufe an die Tür. Dahinter passt dann auch prima die Kette, die Lichterkette. Und dann ist auch dieser Grabstein soweit fertig. Nochmal als Tipp, man kann auch prima auf der Vorderseite mit Kreide draufschreiben. Wenn ihr noch einen Namen draufschreiben wollt, ein Datum oder irgendwas, das geht wirklich prima, weil wir vorne die Fassadenfarbe oder die Acrylfarbe genommen haben. Das kann man dann ganz vorsichtig mit ein bisschen Wasser nachher wieder wegwischen. Ich würde dann wirklich nur keine farbige Kreide nehmen. Ich würde ein Grau, ein Schwarz oder ein Weiß nehmen und würde das dann bemalen. Damit, weil eventuell, wenn doch in der Struktur ein bisschen Reste bleiben, wenn wir jetzt Rot oder Orange nehmen, dann sieht man das, aber Schwarz, Weiß oder Grau würde gehen. Das könnt ihr dann noch machen. Oder ihr nehmt einfach ein Schildchen aus Tonpapier, schreibt dann den Namen drauf und fixiert das dann ein bisschen es gibt ja diese Magnetkleber, wie Knetgummi und solche Sachen, die dann wirklich ablösbar sind, ohne Probleme. Und dann hoffe ich sehr, euch hat die Idee gefallen mit dem Grabstein für Halloween, aber auch für Fasching, für eine Motto-Party, einfach für Spaß und Fun. Und ihr schaut vielleicht auch beim nächsten Mal rein. Mich würde es riesig freuen und ich wünsche euch wundervolle, verrückte Partytage. Tschüss!